Berlin aus der Luft. Es ist das Jahr 1925. Begeben wir uns auf eine Stadtrundfahrt. Die Volkszählung hat soeben einen neuen Rekord ermittelt. In Groß-Berlin leben nun über 4 Millionen Menschen. Erst 5 Jahre ist es her, dass durch die Eingemeindung mehrerer bis dahin selbstständiger Gemeinden die neuen Stadtgrenzen entstanden sind. Im Zentrum der pulsierenden Metropole, im neuen Bezirk Mitte, der Gendarmenmarkt. Eine Flugreise nach Berlin, 4 Jahrzehnte später, 1966, um genau zu sein. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin. Jetzt gibt es 2-mal Berlin, dazwischen eine Mauer. Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer. Und der Gendarmenmarkt liegt jetzt in Berlin-Ost, ist aus der Mitte an den Rand gerutscht. Nur 500 Meter ist die Mauer entfernt. Ein Platz im Dornröschenschlaf. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Die unbekannte Reisende fliegt vom Flughafen Tempelhof wieder nach Hause, gen Westen, in die Bundesrepublik. Wir bleiben in Berlin, auf dem Gendarmenmarkt. Ganz klar ist, wenn man hier arbeitet, dass man, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommt, genau an der Stelle aussteigt, wo man auf das Konzerthaus drauf zuläuft und wirklich nochmal diese Pracht vor sich sieht. Es wäre viel kürzer, wenn ich statt Mitte aussteigen würde oder Französische Straße, aber die Zeit nehme ich mir jeden Tag, um das einfach für mich zu genießen. Ich meine, es ist einer der schönsten Plätze Europas. Und wenn man sich das überlegt, dass man hier wirklich verweilen kann, dass man auf den Treppen sitzen kann, die Bänke ringsherum, also es ist einfach, es ist wirklich ein schöner Platz. Dann gab es auch Leute, die meinten, das kann man abreißen, kann hier ganz modern bauen, ohne Rücksicht auf die Strukturen. Hier quer einen Neubau hinzustellen, ist natürlich ein Wahnsinn, ne, dieses Juwel hier anzufassen. Wenn ich Berliner Stadtplätze vor mir Revue passieren lasse, kein anderer Platz hat diese Qualitäten eines solchen klassischen Schmuckplatzes von in der Tat europäischer Bedeutung. Gar keine Frage. Mit dem Konzerthaus im Zentrum, dem Französischen Dom und dem Deutschen Dom ist der Gendarmenmarkt für viele heute der schönste Platz Berlins. Wie vielleicht kein anderer Ort spiegelt er die wechselvolle Geschichte der Stadt. Immer wieder hat sich das Leben auf dem Platz und sein Antlitz gewandelt. Aber was an ihm ist alt? Was ist neu? Was ist Original? Was ist Kopie? So manchen Wandel der Zeiten kann man erkennen, wenn man auf dem Platz steht, sich umsieht und genau hinschaut. Vielleicht sieht man es nur, wenn man es schon weiß. Und vieles kann man nur versuchen, sich vorzustellen. Der Gendarmenmarkt war einmal Wald, als das mittelalterliche Berlin noch Stadtmauern hatte und ein paar hundert Meter weiter östlich von dort endete, wo der Gendarmenmarkt später entstand. In einer neuen, am Zeichentisch geplanten Friedrichstadt. Er wurde Kirchplatz, Kasernenplatz, Marktplatz, Theaterplatz. Aushängeschild einer neuen Architektur einer aufstrebenden Residenzstadt von Kurfürsten, aus denen erst Könige und dann Kaiser wurden. Er war Baustelle. Immer mal wieder, immer im Wandel. Und nicht immer lief alles nach Plan. Brände, Einstürze,
fehlerhafte Statik. Kosten liefen aus dem Ruder. Manchmal wurden sie auch eingehalten. Ein einzigartiges Ensemble entstand auf dem Platz mit einem Theatergebäude und zwei Domen. Auf ihm standen mal Fontänen, ein Schmuckplatz. Ein Platz der Kultur eines selbstbewussten Bürgertums. Er diente als Parkplatz. Wurde Trümmerfeld, in das Leben nur langsam zurückkehrte. Im August 1948 spielt das sowjetische Alexandrow-Ensemble vor 35.000 Menschen. Inmitten von Ruinen. Es war nie ein Platz, der von 1945 bis 1984 belebt war. Was sollte man eigentlich hier? Sich den Platz angucken, den kaputten Platz, der mir trotzdem gefallen hat, weil er sah schön aus, er sah aus wie eine Filmkulisse. Dann fing schon an, die Birken zu wachsen und das Kraut hochzuschießen und dann wucherte der so zu. Er hat getrauert. Er war da und hat gehofft, dass er wieder zum Leben erweckt wird. Es ist also überhaupt nicht vergleichbar, es sah wild aus hier. Das war alles nicht da. Man konnte hier durchgucken bis Leipziger Straße, eigentlich fast bis zur Sektorengrenze. Es war im Grunde genommen ein freier Platz, eine freie Wüste. Der alte Gendarmenmarkt war mit seiner klassisch schönen Ordnung einer der architektonisch glücklichsten Plätze des unversehrten Berlin. Als diese Aufnahmen 1941 entstehen, ist das Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt noch kein Konzerthaus, sondern eine Theaterbühne. Das Staatstheater, die prominenteste Bühne des Landes, von Schinkel erbaut. Die Aufführung dieses Films wird von den Nationalsozialisten verboten, denn schon bald ist der Platz nicht mehr der, der er war. Im Bombenkrieg um Berlin wird am 23. November 1943 erstmals der Gendarmenmarkt getroffen. Weitere Angriffe folgen. Spreng- und Brandbomben beschädigen das Theatergebäude, den deutschen und den französischen Dom. In der Mitte der Stadt hat im Mai 1945 die Schlacht um Berlin ihr Ende gefunden. Bis zuletzt haben sich SS-Einheiten in den Ruinen am Gendarmenmarkt verschanzt. Zwei Monate später, im Juli 1945, filmen zwei amerikanische Soldaten auf dem Platz. Noch drei Jahre später türmt sich der Kriegsschutt. FDJ-Brigaden im Aufräumeinsatz. 800 Mädchen und Jungen schaufeln die Trümmer im Frühjahr 1948 weg. Der grobe Schutt ist beseitigt. Die Ruinen bleiben. Höchste Kunst über den Trümmern von Berlin.
Aufnahmen aus dem DEFA-Spielfilm Jahrgang 45, gedreht 1966. Der Gendarmenmarkt. Eine aufgeräumte Steinwüste. Verrückter Platz. Irgendwie klassisch. Ich höre mal klassisch. Ich weiß nicht. Ich kann ihm nicht abgewinnen. Das Leben und die großen Aufbauprojekte finden in Ost-Berlin anderswo statt. Aber es kommen schon wieder Touristen, auch aus dem Westen. Im Juli 1976 berichtet die ARD-Sendung Kontraste aus Ost-Berlin. Die DDR hat ja schon immer ein gebrochenes Verhältnis zur Erhaltung und Pflege historisch wichtiger Bauten und Denkmäler aus der Geschichte Preußens gehabt. Erst in den letzten Jahren ging man daran, die noch erhaltenen, zu Steinen gewordenen Erinnerungen an die alte Metropole sorgfältig zu restaurieren. 1976 beschließt der 9. Parteitag der SED die teilweise Wiederherstellung des alten Stadtzentrums in der historischen Mitte Berlins. Am Platz der Akademie, wie der Gendarmenmarkt jetzt heißt, sollen die zwei Dome und das Theatergebäude restauriert, die Lücken der Randbebauung wieder geschlossen werden. Es ist eine Umkehr der Baupolitik, eine Wende im Umgang mit dem Erbe Preußens. 1976 haben wir damit angefangen, eine Studie zu erarbeiten. Es musste erst mal ein Programm her, wie es überhaupt wieder gebaut werden soll. Wir haben das ja heute auch noch, ne? Die zentrale Regierung und die örtlichen, also Berliner Magistrat, die haben da unterschiedliche Meinungen gehabt. Der Magistrat, da war ich entsetzt. Also das ging so weit, dass es dort Bestrebungen gab, das alles abzureißen und hier modern neu zu bauen. Das ist natürlich ein Frevel, den man nicht machen kann. Und schon gar nicht in dieser Stadt, wo nicht mehr viele historische Bauwerke vorhanden sind. Das hat sich Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Ich war schon hier, da wurde noch gebaut. Da gab es noch gar nicht den Konzertbetrieb. Ich habe schon einiges erlebt, vor allem Schönes erlebt, Gutes erlebt, Abwechslungsreiches erlebt, Interessantes erlebt. Es war ja letztendlich auch ein Bauvorhaben im Zusammenhang mit der 750-Jahr-Feier, wo es Ost-Berlin und der DDR darum ging, auch was vorzuzeigen, was wir können, wozu wir in der Lage sind und was unser Beitrag ist, um symbolisch diese 750 Jahre Berlins zu würdigen. Dieser Platz hat ja eine über 300-jährige Geschichte und es hat im Grunde fast jede Generation hier auch gezeigt, wie man sich den Platz vorstellte. Der Platz heute ist ein bisschen, man könnte fast sagen, ein Pasticcio aus verschiedenen Jahrhunderten. Es gibt eigentlich aus jeder Generation ein Stück sozusagen, das etwas berichtet über die Platzgeschichte. Geschichte sammelt sich an einem solchen Platz, türmt sich, schichtet sich. Ein 300 Jahre währender Wandel nicht nur der Architektur, sondern auch des Zeitgeistes und des Lebens auf dem Platz. Die Spuren davon finden sich nicht nur auf dem Gendarmenmarkt, sondern auch darunter. Die Gebiete, wo heute der französische und der deutsche Dom draufstehen, das waren Friedhofsgrundstücke. Und wenn man heute zum Beispiel Kabel vergraben möchte, gräbt man einen Meter und schon stößt man auf Knochen. Und es dauert wirklich dann nicht lange, dann ist die Polizei da und sie kontrolliert, was sind das für Knochen, sind die alt oder sind die jüngeren Datums. Und ich gehe dann meistens raus und sage, nein, nein, alles ist in Ordnung, das war mal hier ein Friedhof. Und dann ist die Sache sehr, sehr schnell erledigt. Die Knochen werden eingesammelt und dann auf dem Friedhof bei uns beigesetzt.
eine Entwurfszeichnung der Friedrichstadt aus dem Jahr 1699. Ein paar Federstriche nur. Sie skizzieren eine Idee, die erst noch Realität werden muss. Eine neue Vorstadt aus Planquadraten, wie Karten eines Memory-Spiels. Drei dieser Quadrate sollen einen Platz formen. 40 Jahre später. Wir schreiben das Jahr 1738. Die Friedrichstadt hat Gestalt angenommen, rund um den Platz mit den zwei Kirchen. Eine für die Hugenotten und eine für die deutsch-reformierte und die lutherische Gemeinde. Auch ein Regiment des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. hat hier Quartier bezogen. Das aus den Grauen Musketieren hervorgegangene Regiment Gendarmen bekam dann hier seine Pferdestelle rund um die Kirchen. Und da kann man sich bei diesem Plan genauso schön vorstellen, wie es ist für einen Gottesdienstbesucher oder jemanden, der einen Toten begraben möchte, wenn er sich durch die Misthaufen quälen muss. Das war bestimmt kein sehr vergnügliches Unterfangen. Nach diesem Regiment der Gendarmen, der Männer in Waffen, tauft der Berliner Volksmund den Platz Gendarmenmarkt. Das Regiment wird umgesiedelt, der Name bleibt und es wird neu gebaut. An die Kirchen lehnen sich schon bald zwei Kuppeltürme. Erst in dem Moment, wo die beiden Dome dann 1780 bis 85 an die beiden Kirchen angebaut worden sind, da begann dann dieser Platz Gestalt anzunehmen. Er solle entweder zur Zierde bebauet oder zum Marktplatz, so noch fehlet, Verwendung finden. So war es bei der Planung der Friedrichstadt herrschaftlich verfügt worden. Neuer Markt, Friedrichstädtischer Markt, so hieß der Platz auch zwischenzeitlich auf alten Plänen. Jeden Mittwoch und Sonnabend können die Bewohner der Friedrichstadt im Schatten der Dome ihre Einkäufe erledigen. Die meisten von ihnen sind im 18. Jahrhundert keine reichen Leute. Der Platz war natürlich zu Beginn im 18. Jahrhundert eine mehr oder weniger lehmige und nach Regen auch morastige Fläche. Also ich hätte mich hier, glaube ich, nicht gerne bewegt bei schlechtem Wetter. Und erst im frühen 19. Jahrhundert wird er dann sukzessive mit Großsteinpflaster gepflastert. Nicht ganz in der Platzmitte hat Friedrich II., der Große, ein Komödienhaus errichten lassen. Zunächst wird hier auf Französisch Theater gespielt, der Sprache des Adels. Ein Theater für die oberen Stände, aber ein Theater der Aufklärung. Die neuesten Stücke von Voltaire, hier kann der preußische Hofstaat sie sehen. Unter dem nächsten König öffnet sich die Spielstätte auch für das kulturell und politisch aufstrebende Berliner Bürgertum. Das Haus wird zum Königlichen Nationaltheater. Bürgerliche Dramen in deutscher Sprache von Lessing und Schiller. Hier finden Sie Ihre Berliner Heimat. Schon bald wird ein größeres Theater errichtet. Auf der Bühne des Königlichen Schauspielhauses ringen Aufklärung und Romantik. In den Logen und Rängen machen Adel, Bürgertum und Offiziere gute Figur. Während der Proben zu Schillers Räuber fängt im Sommer 1817 der Dachstuhl Feuer. Das Gebäude brennt nieder. Wenige Monate nach dem Brand erhält der preußische Baumeister Karl Friedrich Schinkel den Auftrag für einen Neubau. Nicht ganz drei Jahre vergehen zwischen Grundsteinlegung und Fertigstellung. Im Mai 1821 wird die neue Spielstätte eröffnet. Ein Meisterwerk des Klassizismus. Das bis heute charakteristische Gesamtensemble des Platzes hat Gestalt angenommen. Ich denke, der Begriff klassisch, der passt in idealer Weise auf den Gendarmenmarkt. Es ist ein klassisch schöner Platz, der mit seiner Architektur, seiner städtebaulichen Qualität wirklich diese Vokabel in jeder Weise rechtfertigt. Der Schriftsteller E.T.A. Hoffmann hat aus dem Fenster seiner Wohnung das Emporwachsen des Schinkelschen Schauspielhauses beobachten können. Da hinten, in dem Haus, das heute an der Ecke ein Türmchen hat, hat er gewohnt. Der Dichter E.T.A. Hoffmann
hat ja genau in dem Gebäude gelebt, in dem ich jetzt mein Arbeitszimmer habe. Und ich muss ehrlich sagen, es rührt mich auch immer wieder, dass ich in demselben Gebäude sitze. Ich sitze im 4. Stock, ich habe also noch einen schöneren Blick. Der Blick ist fantastisch. Diesen Blick beschreibt E.T.A. Hoffmann in seiner Erzählung Des Vetters Eckzimmer. Es ist ein Eckhaus, was mein Vetter bewohnt, und aus dem Fenster eines kleinen Kabinetts übersieht er mit einem Blick das ganze Panorama des grandiosen Platzes. Denn meines Vetters Logis liegt in dem schönsten Teile der Hauptstadt, nämlich auf dem großen Markte, der von Prachtgebäuden umschlossen ist und in dessen Mitte das kolossal und genial gedachte Theatergebäude prangt. Das neue Schauspielhaus ist vor allem eine Bühne für Sprechtheater. Auch Konzerte und Opern werden hier gelegentlich dargeboten. Mit Spannung erwartet das Berliner Publikum im Frühjahr 1821 eine Uraufführung. In diesem Saal sind ja über 30 Komponistenbüsten und natürlich darf einer nicht fehlen, und das ist Karl Maria von Weber. Der ist links hinten in der Parkettecke, und wenn Sie wollen, gehen wir mal gemeinsam hin. Ja, Karl Maria von Weber hat eine große Bedeutung für das Haus. 1821 wurde sein Freischütz ja hier in diesem Hause uraufgeführt, die deutsche Nationaloper. Es war ein, würde ich schon sagen, gesellschaftliches Ereignis. Es war eine Uraufführung, auf die alle geschaut haben in Berlin. Ich kann mir gut vorstellen, wie aufgeregt man da auch hingefiebert hat. Da steht man Schlange, da will man unbedingt dabei sein. Muss sich einen Ablauf komplett anders vorstellen als heute. Damals wurde gebuht, gepfiffen, getrampelt, Flugblätter von dem ersten Rang runtergeschmissen. Es war laut, damals wurde getrunken. Also es lief ganz anders ab. Der König und sein Hofstaat sind der Uraufführung des Freischütz ferngeblieben. Auf dem Platz kann es jetzt vorkommen, dass Spaziergänger die Gassenhauer aus der Oper vor sich hinträllern. Das Viertel rund um den Gendarmenmarkt ist zu einem Zentrum des bürgerlichen Lebens der preußischen Hauptstadt geworden. Und zur Berliner Keimzelle eines neuen deutschen Nationalbewusstseins. In einem Café an der Ecke Charlotten- und Jägerstraße trifft man sich zur Lektüre und Diskussion der ausliegenden Zeitungen. Die fortschrittlichsten Journale sind allerdings nicht die Lokalblätter, sondern Publikationen von außerhalb Preußens. Nachdem sich die Kunde von einer Revolution in Paris in deutschen Landen verbreitet, fallen in einer Märznacht 1848 in Berlin tödliche Schüsse. Bürger kämpfen hinter Barrikaden gegen Truppen des Königs für Einigkeit und Recht und Freiheit. Die Kämpfe fordern über 100 Tote. Der König zieht im Schlosshof vor ihren Särgen den Hut, dann werden sie zum Gendarmenmarkt gebracht. Der Historienmaler Adolf Menzel hält in seinem unvollendeten Gemälde Aufbahrung der Märzgefallenen das Geschehen auf dem Platz fest. Nach der Aufbahrung vor dem Deutschen Dom werden die Märzgefallenen auf einem Friedhof im Volkspark Friedrichshain bestattet. 11 Jahre später, zum 100. Geburtstag von Friedrich Schiller, lässt der Berliner Polizeipräsident einen Straßenumzug verbieten. Die Obrigkeit befürchtet Unruhen, aber der Dichter darf ein Denkmal auf dem Gendarmenmarkt bekommen. Das ist das erste Denkmal, was auf Initiative der Bürger errichtet werden soll, und das wird 1859 beschlossen. 2 Tage später kommen die Goethe-Anhänger und sagen, wir wollen auch. Und der König genehmigt auch diesen Denkmalplan. Und gut 1,5 Jahre später kommen die Lessing-Anhänger und sagen, wir wollen unbedingt auch ein Denkmal auf dem Gendarmenmarkt. Der König sagt, ist in Ordnung, könnt ihr machen. Und dann streiten sie sich wie die Kesselflicker, wo die Denkmal errichtet werden sollen. Man will die Löwen wegnehmen vom Schauspielhaus, von den Sockeln. Und die Schiller-Anhänger, die sehr clever sind, die beharren immer auf ihrem Grundstein, denn der ist schon gelegt. Das
Denkmal wird auch angefertigt und soll hier auf dem Platz errichtet werden. Aber was passiert? Der Deutsch-Französische Krieg bricht aus, 1870-71, und das Denkmal bleibt unter einer Holzkiste hier auf dem Platz verborgen. Und der Grund hierfür ist, dass das Denkmal für Friedrich Wilhelm III. Noch nicht in Berlin errichtet worden ist. Erst als das enthüllt ist, wird dann auch das Schiller-Denkmal 1871 enthüllt. Der Fotograf Albert Schwarz ist gebürtiger Friedrichstädter. Er ist mit der Erfindung der Fotografie zur Welt gekommen, die er zu seinem Beruf gemacht hat. Vom Dach seines Ateliers in der Friedrichstraße 73 fotografiert er im Jahr 1864 den Blick über die Jägerstraße nach Nordosten zum französischen Dom. Er steigt auch auf den Turm und fotografiert in alle Himmelsrichtungen. Hier blickt Albert Schwarz gen Süden, auf den Deutschen Dom und die Dächer der südlichen Friedrichstadt. Es ist die Zeit kurz vor dem Gründerboom und die Friedrichstadt ist dabei, sich von einem Wohn- und Handwerkerviertel in ein Geschäfts- und Bankenquartier zu wandeln. Berlin wird 1871 Hauptstadt eines Kaiserreichs und wird bald 1 Million Einwohner haben. Rund 10-mal so viele wie 100 Jahre zuvor. Auf dem Gendarmenmarkt ist noch Markttreiben. Albert Schwarz dokumentiert mit seiner Kamera, wie Berlin zu einer modernen Großstadt wird. Die Gebäude rund um den Gendarmenmarkt sehen längst nicht mehr so aus wie zu der Zeit, als der Platz entstand. Repräsentativ sind sie nun, vielstöckig, mit aufwendigen Fassaden. An der Markgrafenstraße, Ecke Taubenstraße, wachsen 1884 die Türme der Zentralstation in den Himmel. Das erste öffentliche Kraftwerk des Deutschen Reiches. Das Schauspielhaus wird zum Großkunden, zunächst nur für die Außenlaternen. Im Innern des Theaters brennt erst ab 1889 elektrisches Licht. Fast 20 Jahre lang hat hier der Referent über die königlichen Schauspiele, der Berliner Vossischen Zeitung, Theodor Fontane, von seinem Stammplatz im Parkett als Kritiker die Theateraufführungen verfolgt. Ende des 19. Jahrhunderts verliert das Haus an innovativer Strahlkraft. Es gibt jetzt neue, aufregendere Spielstätten und freie Theatervereine, die geschickt die preußische Zensur umgehen. Der Gendarmenmarkt wird Schmuckplatz für ein flanierendes Großbürgertum. Die Berliner Arbeiterschaft verirrt sich selten hierher. Der Gendarmenmarkt ist ja in den Jahren 1893 bis 1895 als ein wunderbarer Schmuckplatz komplett begrünt worden. Und zwar nach den Plänen des damaligen Berliner Stadtgartendirektors Hermann Mächtig. Hinter dem Deutschen Dom sind heute noch Reste dieser Grünanlagen und des historischen Schmuckpflasters erhalten. Für mich als langjährigen Chef der Berliner Gartendenkmalpflege war es ganz selbstverständlich, diesen Teilbereich in seiner Komplexität mit einem hohen Grünanteil wiederherzustellen. Der Entwurfsplan von Hermann Mächtig aus dem Jahr 1895. Die Anlage des Schmuckplatzes ist typisch für die Zeit. Hinter den Gebäuden stehen Bäume, den vorderen Platzbereich zieren Grünflächen mit Springbrunnen, aber keine größeren Gewächse, die die Sicht auf Prachtgebäude versperren könnten. Möglich wird die Anlage als Schmuckplatz, weil sich das Marktgeschehen Ende des 19. Jahrhunderts in eine der neuen Berliner Markthallen verlagert hat. Einige der alten Bäume stehen noch heute. Sie sind mittlerweile über 120 Jahre alt. Ahornbäume und ein prächtiger japanischer Schnurbaum. Das Schönste ist eigentlich, dass dieser Baum von 1895 sich wunderbar erhalten hat und gemeinsam mit dem zu Füßen stehenden Schmucksträuchern für uns noch heute ein Abbild dieser Zeit ist, des ausgehenden 19. Jahrhunderts, so wie sich das Hermann Mächtig damals gedacht hat.
Im Sommer 1918, kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, entstehen aus der Kabine des Zeppelin-Luftschiffs L-35 die frühesten Luftaufnahmen vom Gendarmenmarkt. Das Ende des Krieges bedeutet auch das Ende des Kaiserreichs. Berlin ist jetzt Hauptstadt einer Republik. Das Theater am Gendarmenmarkt heißt nun Preußisches Staatstheater und erlebt eine neue Blütezeit. Mit dem Erfolg von Brechts Dreigroschenoper im Theater am Schiffbauerdamm kann es allerdings nicht mithalten. Als im Januar 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, bricht auch am Gendarmenmarkt eine neue Zeit an. Die Kunst schließt einen Pakt mit dem Teufel. Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Gustav Gründgens, der auf der Bühne als Mephisto im Faust reüssiert, wird von seinem Bewunderer Hermann Göring zum neuen Intendanten des Preußischen Staatstheaters am Gendarmenmarkt ernannt. Die Freifläche vor dem Theatergebäude wird kurz vor den Olympischen Spielen von 1936 gepflastert. Und auch das Schillerdenkmal muss weichen. Die Grünkleckserei muss endlich aufhören. So steht es in den Akten. Im Grunde ganz schlimm aus heutiger Sicht. Aber man brauchte eben Flächen zum Aufmarsch der Bevölkerung. Die jüdischen Bewohner und Geschäftsleute des Viertels rund um den Gendarmenmarkt werden enteignet, in die Emigration getrieben oder deportiert und ermordet. Vor dem Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Propagandaaufnahmen mit dem Titel Ein Sommersonntag in Berlin. Begeisterte Theaterfreunde wollen sich frühzeitig ihre Eintrittskarten sichern. Das Bedürfnis nach geistiger Entspannung ist im Kriege besonders groß. Als diese Aufnahmen 1941 entstehen, ist seit 2 Jahren Krieg. Aber die Kämpfe noch weit weg vom Gendarmenmarkt. Noch kann man Gustav Gründgens in seiner Rolle als Mephisto im Faust erleben. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Bis die Schlacht um Berlin tobt. Als wir herkamen, um denen zuzusehen, die die ersten Zeilen einer neuen Geschichte auf alten Grund schreiben wollten, begegneten wir dem Krieg noch einmal. Ein Team des DEFA-Studios für Dokumentarfilme dreht Anfang der 80er Jahre für das Fernsehen der DDR, wie der Gendarmenmarkt aus Ruinen wieder aufersteht. Wenn ich hier auf diesem Platz bin, dann kommen so die Erinnerungen, wie viele schöne Stunden ich hier verlebt habe, die zwar auch hart waren, weil es eben Arbeit war, aber die Erinnerungen sind wirklich immer wieder hellwach. Es war ein erhebender Moment, mit dem Hubschrauber hier über den Platz rüber zu fliegen. Da hat man gedacht, es wird nie fertig und es ist so schön geworden. Da sieht man noch, wie die Randbebauung fehlt, was da alles noch nicht da ist, was jetzt da ist. Ein dichtes Netz paralleler und voneinander abhängiger Bauabläufe muss hier geknüpft und überblickt werden. Alle Fäden laufen bei Oberbauleiter Klaus Just zusammen. Wenn ich mit meinem Drehteam hier ankam, sagten denn die Bauleute, die mich schon kannten, Rapunzel darf rein. Ich hatte nämlich einen ganz langen Zopf. Es war eine Baufläche hier. Nicht? Also abgezäunt hier, da hinten stand die Baubaracke von Herrn Just, wo der drin saß.
Und man hat sich natürlich angemeldet, wenn man kam. Wir haben zurzeit auf der Baustelle etwa 30 Gewerke beschäftigt. Aber das ist für den Außenstehenden ein Durcheinander. Für uns ist das alles geordnet, denn wir haben uns sehr lange auf die Aufgabe vorbereitet. Wenn ich gewusst hätte, was alles zu so einer Aufgabe dazugehört, also mir wäre Angst geworden, sowas zu übernehmen. Aber ein anderer hätte das auch nicht alles gewusst, weil so eine Aufgabe ist schon einmalig. Klaus Just geht für uns den Weg noch einmal, den er als Oberbauleiter oft gegangen ist. Links, das ist Klaus Just. In der Mitte sein Chef, Erhard Giske. Einmal in der Woche geht Professor Dr. Giske, Direktor der Aufbauleitung Sondervorhaben Berlin, mit den für dieses Areal unmittelbar verantwortlichen Bauleitern und Architekten über diesen Bauplatz, der sicherlich der aufwendigste unseres Landes ist. In diesem Bereich, da stand dieser alte Bunker, den damals die Nazis eingebaut hatten. Und das war eine komplizierte Arbeit, den dort auszubrechen. Stahlbeton, Wände und Decken mit 1,50 Meter und voll Stahl. Presslufthammer, die haben gestreikt, wollten nicht mehr. Und dann haben wir angefangen, also Stück um Stück das herauszusprengen und dabei natürlich Messungen zu machen, damit wir also wissen, dass da im Bauwerk nichts passiert. Und ist gut gegangen. Das Innere des Schauspielhauses muss zunächst von mehreren tausend Tonnen Schutt befreit werden. In den Fundamenten finden sich noch Ziegel, die im 18. Jahrhundert in Ziegeleien gebrannt worden sind, für den Vorgänger des Schinkelbaus damals noch. So liegt der Lauf der Zeiten Schicht auf Schicht. Substanz wird abgetragen und wieder neu aufgebracht. Es war ja damals auch die Frage, wie baut man dieses Haus um? Also, dass es ein Konzerthaus werden soll, das war allen klar. Aber da war noch die Frage offen, baut man es in modern oder baut man es historisierend? Historisierend soll es werden, nach Vorbild des alten Schenkel. Ein entscheidender Unterschied zum Original allerdings, der große Saal wird rechteckig, wie ein Schuhkarton. Während im Schauspielhaus noch gebaut wird, bezieht im Sommer 1982 eine Rekonstruktion der Statue Triumph der Religionen wieder ihren Aussichtsplatz auf der Spitze des französischen Doms. Auf den Gerüsten des französischen Doms wird zwei Jahre später ein DEFA-Spielfilm gedreht. Ab heute erwachsen. Weißt du, was ein Zimmer kostet? Was für ein Zimmer? Na, Untermiete. Ziemlich teuer. Man sieht von hier oben, die Arbeiten am Deutschen Dom sind noch nicht so weit vorangeschritten, als das Konzerthaus am 1. Oktober 1984 wieder eröffnet wird. Ja, weißt du, wenn so ein Platz jahrzehntelang brachliegt, in Trümmern ist, ist man glücklich, wenn Trümmer beseitigt werden. Und das ist immer so. Und wenn etwas Neues entsteht, was denn wieder schön aussieht, wo man auch hingehen kann, da freuen sich alle Leute drüber. Und nicht nur die Staatsführung. Also wir waren alle in unseren Technikzentralen und standen davor und haben irgendwie gelauscht und gehört und ob das alles funktioniert und ob das alles in Ordnung ist und war natürlich aufgeregt. Auch Friedrich Schiller darf nun seinen angestammten Platz auf dem Gendarmenmarkt wieder einnehmen. Die Randbebauung aus den 80er Jahren steht heute unter Denkmalschutz. Hier in diesem gelb gefliesten Haus hinter dem Schiller, das war damals meine Wohnung. Spannend war 89. Der Mauerfall. Am Abend hatten wir im Fernsehen gesehen, dass da schon was passiert. Wir sind aber schlafen gegangen. Und am Morgen bin ich hier über den Platz gelaufen, in meine Baracke rein. Und da saßen die Kollegen schon beisammen und sagten, na, was sollen wir denn nun machen? Ich sage, na, am besten, ihr nutzt die Gelegenheit und fahrt nach West-Berlin.
um da das euch anzusehen. Wer weiß, was am Montag ist. Man kann es ja nicht wissen, wie das Ganze ausgeht. Im Hier und Jetzt ist Geschichte immer ungewiss. Im Blick zurück kennen wir ihren Ausgang. Nach 45 Jahren kommt der Gendarmenmarkt mit der Wiedervereinigung wieder in der Mitte Berlins an. Am 2. Oktober 1990 ist er Schauplatz des feierlichen Festaktes zur deutschen Einheit. Wir sind ein Volk, wir werden ein Staat. In wenigen Augenblicken tritt die Deutsche Demokratische Republik der Bundesrepublik Deutschland bei. Damit in seiner Parkettecke lauscht Karl Maria von Weber. Es ist eine Stunde großer Freude. Auf Honeckers Ehrenrang Helmut Kohl und Richard von Weizsäcker samt Gattinnen. Nach der Wende, waren dann schon 2-3 Jahre hin, bin ich hier über den Platz gegangen und da machte jemand eine Führung mit einer Gruppe aus der Bundesrepublik. Und dann hörte ich, wie der andere sagt, ist ja erstaunlich, was in dieser kurzen Zeit die BRD hier wieder aufgebaut hat. Es war für die gar nicht möglich, dass das in der DDR gebaut wurde, aber es war doch möglich, ja. Der Deutsche Dom wird erst 1996 fertiggestellt sein. Zur Jahrtausendwende wird sich auch der Kreis der Randbebauung um den Platz wieder lückenlos schließen. Wenn man jetzt mal vom Platz in die Umgebung schaut, ist es schon beeindruckend, was sich drumherum noch alles verändert hat. Im letzten Jahr stand ich wieder hier und dachte, Entschuldigung, hier ist doch schon wieder was verändert. Wer hat hier was verändert? Und ich gucke auf diese dicke Kugel da und frage mich die ganze Zeit, was ist das eigentlich? Bis mir einfiel, ja, Stadtschloss. Stadtschloss hat natürlich auch den Turm bekommen. Also auch wieder ein Neuling in der Turmlandschaft. Der Gendarmenmarkt. Irgendwie klassisch, aber immer im Wandel. Ob Original oder Kopie, ein Ort, der sehenswürdig ist. Wer sich einer Reisegesellschaft oder Rundfahrt anschließt, muss darauf gefasst sein, im Blitzverfahren ganze Städte, Bauwerke, Denkmäler, Kirchen, Architekten, Baumeister, Zahlen und Daten, Maße und Gewichte und so weiter kennenzulernen. Die Wirkung solcher Schnelltouren ist die gleiche wie die nach einer Karussellfahrt. Allgemeine Erschöpfung. Musik.